viel Lärm um nichts. Die FED hat getagt und sich entschieden, wieder mal nichts zu tun. Dabei wurde angedeutet, dass man vielleicht was Weiteres ins Auge fasst. Was genau, das weiß man nicht. Wie geht's jetzt weiter? Dieser Frage gehen wir jetzt nach und damit herzlich willkommen zu Fast & Forex. Ich bin Milan Art, ich begrüße Sie ganz herzlich aus Cusco in Peru. Ich bin eben gerade angekommen und sitze in der großen Halle hier im Hotel. Und ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Ja, der Glanz der alten, ja, des Herzens der Welt, der alten Inka-Stadt, kommt drüber. Ich bin aus Santiago de Chile direkt nach Cusco geflogen. Also es gibt ja sehr auch diesen Flug, da muss ich erst über Lima gehen. Und habe extra dann auch den Termin abgepasst, damit das alles auch so funktioniert für mich. Und ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich muss es wirklich sagen, ich bin im Taxi vom Flughafen dann zum Hotel gefahren und ich habe mich so wahnsinnig gefreut. Irgendwas ist hier, irgendeine Energie, irgendetwas, was mich wirklich mit Glück erfüllt. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich fühle mich hier wirklich glücklich. Man höre und staune. Ich fühle mich auch an vielen anderen Orten glücklich, dass wir uns richtig verstehen, aber irgendwie, irgendwas ist hier. Und ich werde dem auf den Grund gehen. Ich bin ein paar Tage hier, ich mache auch wieder eine Tour, natürlich dann auch in die Anden. Und genau das ist es, worüber wir uns dann auch weiter unterhalten werden. Deshalb habe ich jetzt keine weiteren Videos und wir können direkt einsteigen in die Zahlen. Denn eines ist sicher, es gab eine Menge diese Woche auch zu verdauen für die Marktteilnehmer. Einmal über die Inflationszahlen aus Deutschland, okay. Die Inflationszahlen sind ein bisschen gesunken von 2,2 auf 2,2, also nicht gesunken, aber immerhin unterhalb der Erwartungen, wenn auch nur knapp. Und damit eigentlich auch ein deutliches Zeichen für die EZB, so langsam mal über Zinssenkungen nachzudenken und das gerne auch laut. Ich kann Ihnen sagen, und glaube, da sind wir uns einig, natürlich warten die Länder der Eurozone sehnsüchtig darauf, sich darüber eben entsprechend wieder neu zu finanzieren, denn natürlich, die Zinslast ist gewaltig, ja, und wenn man sich zu günstigeren Zinsen verschulden kann, wird das sicherlich gerne in Kauf genommen und auch gemacht. Brauchen wir uns nichts vorzumachen, also das ist ein wichtiger Aspekt dabei und da passt auch der Verbraucherpreisindex, die Inflationsrate aus der Eurozone dann am Dienstag mit dazu 2,4 gleich geblieben in den Erwartungen und damit ist Deutschland sogar ein bisschen besser. Ja, also finde ich auch schon mal erwähnenswert und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die EZB früher an die Zinsen rangeht als die FED. Dann das Bruttoinlandsprodukt aus Deutschland überrascht positiv 0,2 statt 0,5 im Minus und erwartet 0,1. Ob das jetzt der große Wurf ist, das sei mal dahingestellt. Ja, das können auch statistische Ungleichheiten sein, das können Rundungen sein, was auch immer am Ende. Es ist kaum erwähnenswert, aber bitteschön, wenn man sich daran aufhängen will, dann darf man das natürlich gerne tun. Und Sie sehen aber auch, dass hier nicht nur fürs Quartal, sondern auch fürs Jahr das BIP gezeigt wurde. Und dann ist da immer noch eine negative Zahl zu sehen. Also so einfach geht es dann auch wieder nicht, muss man schauen. Dafür ist die Arbeitslosenquote gleich geblieben, exakt bei 5,9. Und dementsprechend ist das zumindest mal schon mal eine gute Nachricht, wenn man das so sehen will, immer noch höher als in den USA im Übrigen. Ja, und dann am Mittwoch, ich zeige ja am Mittwochabend hier in Cusco auf, bei Ihnen mitten in der Nacht, der Event der Woche, nicht nur des Tages, sondern der Woche, die Zinsentscheidung der FED, lang ersehnt, lang erhofft, lang erwartet, lange nichts gesehen und auch wird auch nichts gemacht, nämlich die Zinsentscheidung steht weiterhin bei 5,5%. Am Ende waren sich die Marktteilnehmer einig, wir gehen ja immer mal wieder auf das FedWatch-Tool, werden wir auch gleich tun. Und Sie sehen, oder wir sehen auch immer wieder, es gibt da so verwegene Stimmen, die von Zinssenkung schon mal ausgehen, so 1, 2, 3%. Die verschwinden dann aber auch ganz schnell wieder. Und am Ende ist man sich dann doch wieder einig. Das wird dann eingepreist. Und ich frage mich dann offen gesagt, wenn alles schon eingepreist ist, wo dann einfach diese Schwankungen herkommen. Aber es ist eben das wilde Gezocke, das sicherlich dann auch entsprechend damit reinkommt. Dann kommt das Statement dazu, die Pressekonferenz der FED. Und man ist so ein bisschen der Meinung, naja, also natürlich die Inflation, das macht uns Sorgen. Aber wir fangen schon mal so an, das Quantitative Tightening so ein bisschen lockerer anzugehen. Ja, also von Quantitative Easing will man da gar nicht erst sprechen. Tja, und damit ist im Endeffekt alles, aber auch nichts gesagt. Und das sehen wir eben auch in den Schwankungen. Am Ende
außer Spesen nichts gewesen. Wer den Stop zu eng hatte, wurde ausgestoppt. Und wer ein bisschen Raum gegeben hatte in seinen Trades, der ist noch drin im Zweifelsfall, wenn er zumindest Short auf Euro-Dollar ist, ja, oder eben auch andere Währungspaare, die auf dem Dollar laufen, ja, dann ist man im Endeffekt weiterhin im Takt und das werden wir auch gleich weiter noch tiefer beobachten. Dann jetzt am Donnerstag, im Endeffekt sind wir durch mit dem Thema. Wir haben die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA, Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Aber das sollte soweit alles dann dementsprechend im Glanz der FED-Sitzung verblassen. Und dann haben wir eben noch die Non-Farm Payrolls am Freitag. Da darf wieder Volatilität erwartet werden. Müssen wir mal schauen, was dann kommt. Ja, für die nächste Woche kann man es ruhig angehen lassen. Montag Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen aus Deutschland und aus den USA. Erstanträge, Arbeitslosenhilfe. Wir haben aber auch gesehen, die Arbeitslosenquote, die Arbeitslosenzahl gibt es dann auch am Freitag jetzt in der Woche. Von daher dürfte es alles jetzt nicht so wahnsinnig überraschend sein. Und Sie sehen aber auch, dass die Marktteilnehmer sich ja von einem Termin zum anderen immer hangeln, um irgendwie zu entscheiden, sollte ich kaufen, verkaufen oder an der Seitenlinie stehen. Und da geht es denen nicht anders als uns. Damit gehen wir mit Charts, aber vorher noch mal kurzer Blick in das FedWatch-Tool. Nur, dass wir mal drüber gesprochen haben. Die Marktteilnehmer sind sich nach wie vor einig. 5,25 bis 5,5% ist angegeben, 3,7%. Na, vielleicht geht es ja doch noch ein bisschen runter. Schauen wir mal. Ja. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir uns auf die 5,25 versteifen. Es sei denn, die Inflation überraschenderweise kippt nach unten ab, geht runter und alle liegen sich mit Freudentränen wieder freundschaftlich, brüderlich vereint in den Armen. Ich übertreibe, aber ich glaube, das Bild ist relativ klar in dem Moment, wo natürlich sich das Ganze verändert oder die Wirtschaft massiv um Hilfe ruft. Bin mir sicher, wird auch die Fed sich anders äußern. Vorher wird aber nicht wirklich viel passieren. Also dementsprechend damit ausgerüstet gehen wir direkt in den Dollarindex. Wir sind in allen, wie immer, im Wochenchart. Wir starten wie immer im Wochenchart. Wir sehen im Dollarindex, dass er sich hier eher seitlich bewegt. Ich hatte ja schon irgendwie auch schon ja, letztes Mal, vorletztes Mal gesagt, ich erwarte eher eine Korrektur, aber nur eine kleine. Und tatsächlich ist es auch eingetreten. Ja, jetzt fragen Sie sich, vielleicht hat er denn eine Glaskugel, der Aal, das passt ja sogar hier zu diesem Haken. Hat er denn eine Glaskugel? Natürlich nicht. Aber wir sehen ja die Dynamik, die dabei ist. Und wir können das natürlich ins große Bild fassen. Und am Ende ist es relativ absehbar, dass wenn man so einen Schwung hat in einem solchen Umfeld, ja, mit dieser Voraussetzung eben auch mit der Fed, dass der Dollar sich jetzt nicht gravierend nach unten bewegen wird. Ja, da gibt es Schwankungen, logisch, das sind Anpassungen, das ist das übliche Hin und Her, aber im Großen und Ganzen ändert sich da nicht viel an der Lage. Deshalb sind solche Situationen eigentlich eher Kaufgelegenheiten für den Dollar, als dass man hier jetzt auf einmal seine Liebe für die Short Trades entdecken sollte. Und Sie sehen, das ist im Endeffekt, erwarte ich eine ähnliche Situation wie hier. Ja, wie wir einfach dann Ende März, Anfang April haben, wo es auch zwei, drei Perioden, eher zwei, seitwärts ging und dann ging der Markt wieder hoch. Ähnliches kann ich mir tatsächlich hier jetzt vorstellen. Deshalb schiebe ich das einfach nochmal weiter. Und ich schiebe es nicht weiter, ich mache es neu. Und tatsächlich erwarte ich mittlerweile eher die Bewegung dann wieder nach oben. Da darf gebremst werden bei 1,07, also 107,10, 12, 20, um dann weiter nach oben zu laufen. Und dann ist für mich erstmal der Bereich 107, 70, 80, sowas in dem Dreh interessant, um dann aber auch wieder so ein bisschen zu korrigieren. Eher zeitlich seitlich als massiv im Preis. Ja, also das ist so ein Szenario, liegt greifbar auf der Hand und sollte jetzt nicht irgendwie von der EZB irgendwas kommen, ja, oder andere entsprechende andere Währungshüter sozusagen dann auf den Trichter kommen, die Zinsen nach oben zu drehen, dann sollte sich daran auch nicht wirklich viel ändern. Also diese Idee, die verfolge ich und da halte ich auch dran fest. Damit können wir direkt in den Euro gehen, Euro zum US-Dollar. Ja, der Euro zum US-Dollar, ja, er versucht es immerhin. Es ist Ergebniskosmetik und es ist immer die Frage, und das ist immer direkt beim Trading, was mache ich denn eigentlich, wenn ich so eine Kerze sehe? Ja, gehe ich hier unten rein und mache eine lange Nase? Nein. Deshalb ist ja so eine Linie hier in der Mitte dieser großen Kerze. Ja, dafür gibt es ja ungefähr die Mitte. Dafür gibt es ja die Fibonacci-Ratios und da kann man sich an solchen Sachen orientieren. Ne? Und da ist der Markt hingelaufen, die letzte Woche. Da sind wir hier nochmal hingegangen, aber am Ende
Das Schicksal ist besiegelt vom Euro gegen den Dollar. Und ich gehe stark davon aus, dass sich das Ganze weiter nach unten bewegt. Es mag vielleicht sogar zeitig noch mal ein bisschen laufen, dass man hier so irgendwie so an diese Linie rankommt. Aber selbst da bin ich eher skeptisch. Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir jetzt die nächsten Tage und damit eben auch die nächste Woche eigentlich diesen Kinken, den wir hier haben, direkt nach unten vollziehen. Ich lasse es trotzdem mal stehen, weil die Möglichkeit da ist. Ich würde mich sehr wundern, wenn es jetzt weiter nach oben ginge. Also weiter nach oben bedeutet über die 1,0880 rüber, das Hoch hier rausnehmen. Was soll der Euro da? Ja, da hat er nichts mehr zu suchen. Ja, die Idee ist durch, da hat er einfach verloren, weil die EZB, und da sind sich sicherlich die Marktteilnehmer ähnlich im Klaren darüber, wie wir uns im Klaren darüber sind, die EZB wird früher die Zinsen senken, es wird nichts anderes übrig bleiben als die Fed, und damit werden sich die Marktteilnehmer in diesem Moment darauf schon positionieren, sofern noch nicht geschehen. So, und das ist so die Idee. Ich erwarte weiterhin den Move auf die 1,0520, gerne auch 1,05 glatt. Ja, das sind so diese Ausuferungen hier, diese Auswüchse nach unten. Da darf man aber auch damit rechnen, dass der Euro wieder zurückkommt. Ich würde es nicht als Stärkesignal nehmen, sondern einfach, naja, vielleicht sowas wie ein Dead Cat Bounce. Ja, ist auch böse gesagt, ja, so tot ist er jetzt auch wieder nicht. Aber eher ein Abpraller am Unterstützungsbereich, der dann gerne an der Abwärtstrendlinie halt entsprechend wieder abprallen kann, beziehungsweise dann auch an den ehemaligen Tiefs, die wir jetzt gerade bilden oder gebildet haben. Ja, also das ist so die Grundidee. Und wenn Sie sich die Systematik anschauen, ja, Unterstützung, Widerstände, Ausbruch, Korrektur an Ihren Ausbruchsbereich, vor allen Dingen zuletzt, dann ist diese Idee durchaus nachvollziehbar. Gehen wir in den Tag rein, um zu schauen, wie sich dieser Wahnsinn entwickelt hat. Und hier sehen wir im Tag im Endeffekt diese Abfolge, wie es langsam nach unten tröpfelt. Und jetzt ist hier ja schon der neue Tag angebrochen, der Donnerstag. Hier ist der Mittwoch. Eigentlich eine starke Vorstellung. Und das ist natürlich auch eine Sauerei. Man ist hier short eingestellt, dann geht man, ja, dann bricht der Markt runter, nur um dann hochzugehen. Und schauen wir mal, ob mit Mühe und Not das Hoch rausgenommen wurde. 1,0735. 1,0732,8. Also wer ganz eng war, ist mit dem blauen Auge davongekommen. Aber so, das macht man natürlich eh nicht. Man geht ja dann mit dem Stop-Loss auf das Swing hoch. Na, dann hätte man das richtig gemacht. Aber auch hier ist die Frage, warum sollte man sich das antun, da unten einzusteigen, wenn man im Pullback kaufen kann, ja, oder beziehungsweise verkaufen kann. Heißt also, wenn man im Pullback die Position aufmachen kann, ja, dann hat man eine bessere Positionsgröße und kann dementsprechend trotzdem das gleiche Management einsetzen. So. Jetzt sind wir hier oben und es geht schon wieder weiter nach unten. Damit ist eigentlich alles klar. Selbst wenn es hier nochmal nach oben laufen sollte, das ganze Thema hängt jetzt hier am kleinen Durchschnitt 20 fest. Die einzige Möglichkeit, die sich hier noch abzeichnen könnte, wäre die Idee Impuls, Korrektur, Impuls an die Abwärtstrendlinie. Das wäre dann auch so ungefähr das obere Bollinger Band. Damit sollte dem gesamten Move nach oben auch entsprechend Genüge getan sein und das Szenario läuft dann nach unten ab. Ja, also das wäre dann eigentlich so die Variante, die man so kurzfristig dann wählen könnte, wo man dann vielleicht sogar Intraday draufsetzen kann. Aber Sie sehen auch hier, da muss schon ein bisschen was passieren. Die Dynamik und auch die Volatilität, ja, da, wer hier nicht schnell die Kartenmine vom Tisch nimmt, Intraday, ja, der ist sehr schnell auf der falschen Seite wieder. Ja, das macht ja dann auch keine Freude. Dollar zum japanischen Yen. Ja, auch hier kommen zwei Dinge zusammen. Einmal kommt die Grundidee zusammen, dass wir eigentlich hier mächtig Momentum hingelegt haben, um nach oben auszubrechen. Endlich, ja, kann man sagen, um bis auf die 160 Yen anzulaufen. Und das war ja auch so die Idee, die ich immer mal auch mit reingenannt hatte, auch wenn ich jetzt schon vorher davon ausgegangen bin, dass der Dollar ein Stück weit zurückfällt. Das ist jetzt getan. Aber eigentlich könnte jetzt dieser Korrektur auch schon wieder Genüge getan sein. Ja, jetzt haben wir diese Situation genommen. Also eigentlich könnte tatsächlich hier die Korrektur schon wieder vorbei sein, im Sinne einer Einperiodenkorrektur. Und wenn wir uns das hier anschauen, im Tagesschart sehen wir die großen Schwankungen. Und jetzt geht es hier vom mittleren Bollinger Band aus gesehen auch wieder nach oben. Der kleine Durchschnitt 20 hat ja auch offensichtlich immer wieder mal eine gewisse Relevanz. Und zwar genauso wie von oben, wie von unten. Ja, also egal von welcher Richtung man kommt, er wird dann irgendwie doch genommen. Und es kann tatsächlich jetzt schon sein, dass das als Korrektur ausreicht,
um den Dollar weiter nach oben zu bewegen. Und das wäre dann einfach entsprechend die Idee hier, dass wir von dort aus weiterlaufen, dann eben nochmal auf die 160 kommen und fortfolgende. Ja, so. Jetzt kann man natürlich sagen, wie weit kann es denn gehen? Und um sich die Sache einfach zu machen, kann man tatsächlich eher dann auf die runden Zahlen gehen, ja, die 163, 62, 65 bis die 170. Das mag sich ein bisschen hinziehen, ja, aber das ist so die Grundidee. Da ist die ein oder andere Korrektur natürlich mit zu erwarten, aber das ist das, was ich jetzt erstmal sehe. Alternative ist, dass sich das Ganze jetzt noch ein bisschen zeitlich hinzieht. Heißt also, die nächste grüne Kerze, dann kommt man nochmal zurück, die nächste rote Kerze, könnte so ein Doppeltop antäuschen. Aber im Großen und Ganzen sehe ich den Dollar stabil über den 151,50, sage ich mal so, in dem Bereich, wo er ausgebrochen ist, aus dieser langfristigen Begrenzung, die wir ja auch hier haben, ne? Wo es wirklich lange gedauert hat und viel Kraft gekostet hat, um drüber hinauszulaufen. Pfund zum US-Dollar ist auch hier schwach. Zwei Szenarien hatte ich hier ja angedeutet. Das eine Szenario ist, dass es gleich runtergeht. Ja, das war so die Idee in der vergangenen Woche. Da hat sich das Ganze ja wieder ein bisschen berappelt. Oder dass es nach oben läuft und von dort aus abprallt. Ich sehe es eben eher so, dass wir jetzt die zweite Variante wählen. Das heißt, wir sind jetzt nach oben gelaufen, offensichtlich. Und jetzt ist die Idee eher, dass wir dann halt nach unten laufen, dass wir hier ein Stück weit abprallen. Einfach, weil der Widerstandsbereich stark ist, da kommt dann auch der kleine Durchschnitt 20 ins Spiel und dann sehe ich den, ja, das Pfund eher dann bei 1,2150, 1,2180, so in dem Bereich, wo eben so ein auch starker Unterstützungsbereich sich ja schon über die Monate gebildet hat oder fast schon über die Jahre. Das heißt nicht, dass es hier dann fürs Pfund alles ausgestanden ist. Das bedeutet nur, dass wir dann nochmal einen Abpraller sehen können. Der mag sich dann auf die 1,23 bewegen, vielleicht ein bisschen drüber. Aber da muss man mal schauen, ob da nicht schon entsprechender Verkaufsdruck kommt, um das Ganze dann nach unten durch den Unterstützungsbereich durchzudrücken. Dann auf die 1,18 knapp und fortfolgend. Ja, aber das besprechen wir dann. Das ist so das Szenario, das ich hier am ehesten sehe. Und dann können wir hier nämlich auch eine entsprechende Abwärtstrendlinie hier so einzeichnen, ja, um uns auch daran in Zukunft zu orientieren. Australischer Dollar zum US-Dollar ist naturgemäß auch schwach, nach wie vor, auch wenn es hier jetzt nochmal, ich muss ein bisschen größer machen, weil wir die ganze Zeichnung drüber haben, ja, auch wenn wir hier jetzt entsprechend ja, nochmal hochgelaufen sind, aber wir sehen auch hier, der kleine Durchschnitt 20 bremst, sind wir wieder runtergekommen, der Widerstandsbereich bremst, sind wir wieder runtergekommen, kurzum die 0, 65, 60, 70, 80 von mir aus, na, die sind nicht zu überwinden momentan und ich kann mir am ehesten vorstellen, dass auch jetzt für den australischen Dollar der Ausflug nach Norden beendet ist, ja. Und dass man sich hier wieder entsprechend nach Süden orientiert mit der Idee eben entsprechend von hier aus, also von den rund 0, 65, 20 weiter runter zu kippen. 0,6450 sehe ich da, da darf man gerne wieder ein bisschen hin und her pendeln. Ja, dann sehen wir die 0,6425, um dann über die 0,6370, dann final bei den 0,6320 und darunter anzukommen. Das ist das natürliche Schicksal des australischen Dollars abzuleiten aus dem langjährigen, langfristigen Abwärtstrend, den wir ausgehend von dem Hoch von, was haben wir hier? Ja, von dem Hoch von 0,80 über die Jahre seit Februar 2021 einfach haben. Und es ist kein Ende abzusehen. Das ist einfach die schlechte Nachricht für alle, die sich mit dem australischen Dollar beschäftigen. Ja, das ist halt kein Gewinner momentan. Und die Idee, dass es weitergeht, ist, glaube ich, relativ greifbar. Letztes Währungspaar, wie immer, der Schweizer Franken im Verhältnis zum US-Dollar, also US-Dollar zum Schweizer Franken. Ja, auch hier ist der US-Dollar natürlich in dieser Woche mächtig ins Schwanken geraten, aber nicht unter die Räder. Hier war ja die Grundidee, dass wir einfach ausgehend von dem Ausbruch aus dem Widerstandsbereich bei rund 0,90, also 0,91, also 91 Rappen, ja, also Ost oder je nachdem, ne, wo man die Linie ansetzt, eben genau mit dem Ausbruch aus dem Widerstand. Es wird da hängen, grüne Kerze, rote Kerze, Korrektur, Einperiodenkorrektur. Dann hatte ich auch schon gesagt, da kann man
wenn es darüber geht, das heißt Kaufsignal werten mit dem Stop-Loss dann unterhalb der roten Kerze hier, dann bei 0,90. Und das Szenario ist nach wie vor gültig. Wir sehen jetzt hier aktuell so ein Kreise, so ein Spinning-Top, auch ausgehend aus den Schwankungen, die nach so einer Entscheidung kommen. Wir sehen aber auch, wie steil das Ganze hier nach oben läuft und dementsprechend korrekturanfällig ist die ganze Geschichte mittlerweile. So, wie kann es weitergehen? Eigentlich genauso wie auch hier schon letztes Mal angedeutet. Ich sehe den Dollar maximal auf rund 94 Rappen laufen, um dann von dort aus nach unten abzudrehen. Das mag dann, ne, das wird sich ja noch ein bisschen hinziehen, ja, davon ist zumindest auszugehen, aber das mag dann zusammenfallen mit so einer Andeutung, irgendetwas, was greifbarer ist von Seiten der Fed, dass es mit dem Dollar dann irgendwann mal oder mit den Zinsen für den Dollar vielmehr nach unten geht und dass man irgendwie so ein bisschen mehr Lockerung reinbringt, kurzum, der Dollar wieder billiger wird. Ja, das kann ganz gut zusammenpassen, schauen wir mal, ob es klappt. Damit gehen wir zum Gold. Ja, und Gold kämpft. Gold kämpft um seinen guten Ruf sozusagen, aber es ist letzten Endes nicht weiter wild. Ja, wir haben einen riesen Marsch nach oben, hier mit der ignorierten Kerze, dem Momentum-Konzept, das man bei mir auch lernen kann. Wir sind außerhalb der Bollinger Bänder und wir haben wirklich bei 2450 knapp Dollar so ein Allzeithoch gemacht, das sich gewaschen hat. Und die Korrektur erwarte ich ja eigentlich noch ein bisschen tiefer, so bis an die 2225, 30, 20, ja, so in dem Bereich. Und Sie sehen schon, so leicht ist Gold dann auch wieder nicht als Schnäppchen zu haben. Ja. Und das bedeutet im Endeffekt, dass ich noch nicht mal wirklich sicher bin, ob wir diesen Bereich tatsächlich erreichen. Ja. Also von daher ist die gute Nachricht, Sie sehen, was hier auch an Kaufdruck wieder reinkommt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es damit mit der Korrektur schon vorbei ist und wir entsprechend jetzt nach oben laufen. Ja, beide Szenarien sind gültig, beide Szenarien sind möglich. Beide Szenarien beinhalten am Ende, dass Gold weiter nach oben läuft, zumindest mal nochmal auf die 2500 geht. Ich denke, das ist so ein Preis, der einfach im Raum steht, der liegt in der Luft. Und darauf können wir uns einfach einstellen. Ja, hier sehen wir die Korrektur. Und Sie sehen die Abwärtsbewegung und dann diesen kleinen Kinken nach oben. Das könnte man so als Flagge bezeichnen. Ja, kleine Kreise, die hier so sind. Dann die starke Bewegung nach unten vielmehr, ans untere Bollinger Band. Und jetzt hier am Donnerstag geht der Future direkt schon nach oben wieder. So sieht es eben aktuell aus. Das heißt, hier der Mittwoch, ja, da kam das Ganze ins Schwanken, man war sich noch nicht so sicher, jetzt wurde abverkauft, aber dann, denke ich, ist die Idee schon da, dass man zumindest mal an das mittlere Bollinger Band so anläuft. Ja. Und dann müssen wir weiter sehen, ob es dann noch ein bisschen weiter runter geht oder ob das schon als Korrektur dann ausreicht. Silber hält sich auch wacker. Silber ist wirklich, ähnlich wie Gold zu sehen, momentan ein starkes Asset, dass die Leute nicht mehr hergeben wollen. So sieht es jedenfalls aus. Ja. Auch hier, wir sehen, das Kaufinteresse kommt. Ja. Ich meine, in der vorletzten Woche, oder eigentlich die aktuelle Woche, in der letzten Woche, ging es schon mächtig zur Sache. Kein Wunder, am Widerstandsbereich bei rund 30 Dollar wird abgeprallt. Warum auch nicht? Die Bewegung war steil und es lag auch hier in der Luft und war zu erwarten. So, damit fällt der Markt hier runter. Und was sehen wir? Wir sehen hier schon Kaufinteresse aktuell. Ja, auch hier ist es offensichtlich nicht so, dass die Marktteilnehmer unbedingt Silber loswerden wollen, sondern ganz im Gegenteil, irgendwie wollen es haben. Und hier werden offensichtlich schon Schnäppchenpreise gesehen. Und damit sind wir eigentlich direkt am Hoch von der Woche vom 1. Mai 2023, also knapp ein Jahr alt. Und wir sind bei 24,82 da im Tief. Nein, nicht im Tief, sondern wir sind hier im Hoch, darauf wollte ich hinaus, von 26,43 und wir sind hier im Tief bei 26,51. Also Sie sehen es, das konnten die nicht mehr abwarten. Da ist man schon rangegangen. Und dementsprechend, das ist schon ein relativ starkes Zeichen. Damit gilt hier eigentlich das Gleiche wie beim Gold. Es kann noch mal ein bisschen runtergehen auf rund 26. Ja, das ist aktuell aber eher aus meiner Sicht Kaufsignal und eine Kaufgelegenheit, um die nächsten Bewegungsarm auf Richtung 30 Dollar zu nehmen. Alternativ reicht es jetzt schon mit der Bewegung nach unten. Und die Rallye kann wieder fortgesetzt werden. Schauen wir mal, ob es so kommt. Gehen wir noch kurz ins Öl, dann haben wir es auch mit den Rohstoffen. Öl ist
momentan nicht so der Renner. So, da muss man ganz klar sagen, es wurde angekündigt hier über diesen Evening Star, hier über den kleinen, ne, über den kleinen Kreisel-Spinning Top, dann die grüne Kerze, die es eigentlich versucht hat, aber dann über den Spinning Top am oberen Bollinger Band, dann sehen wir hier entsprechend die rote Kerze zusammen, Umkehrsignal, und darauf folgt natürlich idealerweise auch die Umkehr, das ist geschehen, hier nochmal so eine ignorierte Kerze, Momentum Trade möglich und es geht erstmal an das mittlere Bollinger Band. Er hat natürlich beide Ideen präsentiert, ausgehend eben auch von der letzten Woche, die etwas indifferent war, und von daher ist aktuell eher dem Short-Szenario, dem Verkaufssignal der Vorzug zu geben, es mag ja nochmal hochgehen, um dann nochmal ein Stück weit runter zu laufen. Ja, da stelle ich mir als erstes mal rund 75,30 vor, um von dort aus gerne in Pendelbewegung vielleicht mal die 73, 80, 90 zu testen. Ich kann mir das noch nicht wirklich lebhaft vorstellen, dass Öl nochmal zurückfällt auf rund 70 Dollar. Ja? Deshalb bleibe ich erstmal da drüber, wir bleiben erstmal bei rund 74 im Tief, mal gucken, ob es knappt oder ob die Marktteilnehmer tatsächlich schon eher zugreifen oder doch abverkaufen. Ja, wir sind sehr eng hier in der Range, wir sehen aber auch, dass diese Seitwärtsbewegung nach wie vor Gültigkeit hat. Es wird sich zeigen, das müssen wir sehen, ob wir hier die gesamte Spanne durchlaufen. Ja, also kurzum, auch Öl ist hier langfristig nicht wirklich was für Anleger. Schauen wir mal, wie es mit dem Bitcoin aussieht. Ja, der Bitcoin, ja, ist unter die Räder geraten. Ich hatte es ja hier schon mit eingezeichnet, aber natürlich in der Aussage, dass es dann nach oben geht und darüber hinaus. Und 100.000 und to the moon. Es ist ja noch lange nicht vom Tisch, das muss man ganz klar sagen, denn wenn man alleine über höhere Hoch- und höhere Tiefpunkte geht, bis man hier den letzten Tiefpunkt von Bitcoin erreicht, ist man schon wieder bei rund 40 oder 39.000 Dollar angekommen oder 38,5, wie auch immer. Ja, da ist noch ein bisschen Raum, ja, da fehlen noch rund 20.000, aber die aktuelle Woche ist schon deutlich. Ist nämlich deutlich, weil hier etwas passiert, was bislang nicht passiert ist, dass nämlich die Käufer zugreifen. Was hier irgendwie alles irgendwie über 60.000 Dollar war, schon aussah wie ein Schnapper und die Leute eben gesagt haben, okay, da gehe ich mal rein, interessiert aktuell bei rund 57.000 Dollar keinen Menschen. Ist schon irgendwie ein bisschen verrückt, oder? Ich meine, das Asset ist das gleiche, die Welt ist die gleiche, aber irgendwie ist die Stimmung weg. Ne, irgendwie will man jetzt doch nicht, irgendwie will man doch einen anderen Preis haben, um sich wirklich zu positionieren. So sieht's aus. Und es sieht auch danach aus, als zumindest momentan auch Marktteilnehmer sich verstärkt vom Bitcoin trennen und nicht unbedingt auf eine große Kaufbereitschaft treffen. Danach sieht's aktuell aus. Das muss nicht negativ sein, denn wir haben hier Unterstützungsbereich bei rund 53.500, 400, so in dem Bereich, ja, hergeleitet über diesen kleinen Kreisel. Und das Hoch aus dem September 2021, wo wir hier nochmal dann Dezember 2021 getestet haben. Also das könnte so eine Möglichkeit sein, dort entsprechend anzusetzen, um den Bitcoin dann nach oben zu bewegen. Der es dann natürlich wiederum schwer hat, über die 60.000 zu laufen. Ja, dort erstmal wieder so ein bisschen durchatmen muss. Was aber auch nicht schlimm ist, weil jede, und deshalb rede ich auch immer wieder drüber, weil jede Korrektur, jede Pause ist ja eigentlich ein Test darüber, ob noch irgendjemand mitmachen will. Ja, das ist so wie eine Haltestelle. Ja, Punkt. Und da sollten idealerweise Leute einsteigen, ansonsten wird die Linie, Bus- oder Bahnlinie halt irgendwann eingestellt. Ja, wenn keiner mehr fahren will, dann wird sie eben eingestellt. Ja, so ungefähr kann man sich das vorstellen, nur dass es hier aktuell keine Endstation gibt. So. Also, da darf gerne jemand kommen und da sind natürlich die Käufer wieder eingeladen. Sollte das nicht geschehen, nächster Versuch dann bei rund 48.000, bisschen drüber, bisschen drunter, ist beim Bitcoin ja nicht immer so greifbar. Und sollte das nicht halten, dann wird es tatsächlich kritisch, dann kommen wir in den Bereich dieser doch ausgeprägteren Seitwärtsbewegung, die sehr zäh war und dann hängen wir eben dann bei rund 43, 44, vielleicht 45.000 Dollar, hängen wir dann wieder fest. Und es wurde einiges am Porzellan zerschlagen, das jetzt noch heil im Schrank steht. Und ich will jetzt nicht den Vergleich mit Schrödingers Katze bemühen, aber vielleicht stellt das schon mal in den Raum. Denn vielleicht
ist es eben genauso. Ich kenne das vielleicht auch, diese Bilder dann aus dem Internet. Ja, Schrödingers Katze kennen Sie, jetzt komme ich doch damit. Naja, gut. Also Schrödingers Katze kennen Sie ja, ja, die Katze in der Box, wo man nicht weiß, lebt sie noch oder ist sie tot. Beides ist möglich. Solange man die Box nicht aufmacht, weiß man es nicht. So, ist natürlich sehr makaber und da ist irgendwie dann geistert durchs Internet diese Bilder mit dem Küchenschrank, wo das Geschirr vom Regal gerutscht ist, an der Tür hängt, die Glastür, und man weiß, es ist noch nicht kaputt. Erst in dem Moment, wo ich die Tür öffne, ist es kaputt. Ich kann es nämlich auch nicht retten. Ja, also es ist weder heil, noch ist es kaputt. Und so in der Art stellt sich dann jetzt das so langsam dar. Ja, also da muss man jetzt eben aufpassen. Das heißt, der Bitcoin ist noch nicht in Gefahr, die Stimme ist noch nicht hinüber. Aber ich bin mir sicher, die Leute gucken schon mal ein bisschen kritischer hin. Und da muss man jetzt eben entsprechend aufpassen als Anleger. Auf was für Gedanken man auch so kommt. Naja, sei es drum. Also, zu guter Letzt Ethereum. Ja, und Ethereum zeigt sich natürlich ähnlich wie Bitcoin. Wir sind hier am kleinen Durchschnitt 20 angekommen. Wir hatten hier schon den Bereich in der vorletzten Woche bei rund 2.600, 2.500 Dollar getestet, wurden erfolgreich wieder hochgekauft. Jetzt hängen wir eigentlich so zwischen diesen beiden Extrempunkten. Ich meine, die Woche vom Anfang April, vom 8. April war natürlich auch massiv, was Ethereum angeht. Und eigentlich kann ich das hier so drehen lassen, denn es ist noch nichts verloren. Ich schiebe das noch ein bisschen weiter nach unten, dass wir nochmal deutlich in die 2.600, 2.650 Punkte sehen oder Dollar vielmehr. Aber dann darf es gerne nach oben gehen. Die Alternative sieht dann nämlich auch wieder nicht so schön aus. Ja, dann wartet nämlich 2.160. Ist natürlich für alle diejenigen, die sagen, super, dann kann ich ja in die auch mal was kaufen und auf die 5.000 spekulieren. Mag sein, aber die Stimmung ist auch hier erstmal dahin. Also auch Ethereum steckt im Küchenschrank, hängt zwischen Regalbrett und Glastür, ist eigentlich kaputt, aber irgendwie noch nicht. Und die Hoffnung ist natürlich dann da. Also ist auch natürlich nicht kaputt. Also sieht eigentlich schon ganz gut aus, aber es muss schon jetzt was passieren, um die Stimmung zu halten. So, bevor ich mich hier weiter um Kopf und Kragen rede, ja, kurze Abmoderation. Sie sehen es, ich sehe nach wie vor die Fed eher stärker, damit den Dollar stärker als den Euro, als die anderen Währungspaare. Es gibt nach wie vor die Währungen, die sind eben einfach traditionell, zumindest seit den letzten Jahren, schwächer als der Dollar. Und da darf man sich gerne eher auf Verkaufssignale konzentrieren, um eher hier die größere Bewegung zu erwarten, als sich jetzt mit mühseligen Bewegungen nach oben entsprechend zu beschäftigen oder abzuquälen. Gold durchaus noch interessant, kann wirklich interessant werden, kann jetzt wirklich schon gesund wieder nach oben laufen. Bei Kryptos muss man sehen, hängt ein bisschen in der Luft. Noch ist nichts verloren, noch ist alles in Ordnung, aber man muss jetzt kritisch hinschauen, was daraus wird. Ja, und das werden wir natürlich tun, das werde ich selbstverständlich begleiten. Und wenn Sie mögen, dann sehen wir uns am Montag wieder. Ich wünsche Ihnen jetzt natürlich schon mal ein schönes Wochenende. Ist ja Donnerstag, ja, der Freitag, der ist schnell gemacht. Und es war ja auch der Feiertag dazwischen. Vielleicht hat ja auch jemand von Ihnen, die eine oder andere, der andere, einen Feiertag, auch entsprechend Brückentage genommen für das ganz lange Wochenende im Frühling. Ja, so ist es ja nicht. Bei mir ist es übrigens kalt. Ja, in Cusco habe ich irgendwie um die 5 Grad. Aber ich habe mich entsprechend ausgerüstet. Das nur so zur Information. Ja, ist nicht so, dass ich nur am Strand rumsitze. Also in dem Sinne, wir sehen uns am Montag wieder. Dann habe ich auch schon wieder ein paar Bilder aus Cusco für Sie. Und dann erstmal alles Gute und bis dann, Ihr Wiener Dahlt.